Real Solution City am 12. und 13. Oktober 2015. Beim YES, dem Young Economic Summit, das unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel steht, kommen rund 400 Personen zusammen. Organisiert wird das Ganze von der ZBW, Leibniz Informationszentrum Wirtschaft, in Kooperation mit der Joachim-Herz-Stiftung und dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Schülerinnen und Schüler diskutieren hier mit hochrangigen Persönlichkeiten aus verschiedenen Fachbereichen. Gemeinsam versuchen sie, Antworten auf Fragen zu finden, die die Welt bewegen. Ja, unser Thema ist Circular Economy und ja, wir haben den Fokus auf Plastiktüten gesetzt. Auf Plastiktüten? Ja, auf Plastiktüten. Und zwar wollen wir einen Pfand für Plastiktüten einführen und dementsprechend dann halt auch Plastiktüten, die nicht so schnell kaputt gehen, weil das wäre ja blöd, sondern ein bisschen stabilere. Und dann gibt es da einen Pfand drauf und das wird wieder zurückgebracht sozusagen. Das ist unsere Grundidee. Die Schülerinnen und Schüler haben hier eine große Aufgabe zu bewältigen, nämlich in einem völlig neuen Themenfeld Informationen zu recherchieren, die sie brauchen, um bestimmte Fragestellungen zu beantworten. Schüler dabei zu haben bedeutet, dass wir in einen Dialog sind mit den Personen, die unsere Ideen in die Zukunft tragen und mit uns zusammen entwickeln. Ja, also es war nicht so schlimm wie erwartet. Ich bin froh, dass ja, die Anmerkungen von den Experten waren ja recht gut und das war echt ganz cool. Ein halbes Jahr lang beschäftigen sich Jugendliche aus 15 Schulen aus Schleswig-Holstein und Hamburg mit globalen Problemstellungen. Sie studieren den aktuellen Forschungsstand und setzen sich intensiv mit ihren Themen auseinander. Neben Methoden wissenschaftlichen Arbeitens erlernen sie dabei auch die nötige Medien- und Informationskompetenz. Ihre Lösung präsentieren sie in englischer Sprache den internationalen Expertinnen und Experten. Das YES bringt die kreativen Ideen des Nachwuchses mit dem Know-how der Entscheider von heute zusammen. Die kommende Generation erlebt, dass sie nicht Spielball der ökonomischen Realität sein muss, sondern diese eigenverantwortlich mitgestalten kann. I think from the presentations the students were very well prepared and very articulate. I like the way the presentations were well integrated and coherent. It shows that they were well prepared, they understood the subject matter, they know what they're talking about, and they've done very good research. I think for that I was quite impressed. Diese jungen Menschen, die diskutieren ja mit Experten aus dem Feld, halten da Stand, haben ihre wirklich fundiert überlegten Ideen präsentiert. Also ich bin mehr als beeindruckt. Wir sind das Gymnasium Altenholz und wir hatten das Thema Migrants knocking on Europe's doors towards a coherent response to irregular immigration. Ich hatte, was sind die Probleme und mit den Grundfragen, auf der wir dann unsere Idee basiert haben, die habe ich vorgestellt. Dann kam der Mittelteil, das war glaube ich mehr so der technische Aspekt. Genau, also ich habe überhaupt erstmal erklärt, wie die aussieht und ja, was es da eigentlich zu machen gibt auf der Website. Und du hast dann die letzten Fragen geklärt. Genau, ich habe eigentlich im Prinzip nur noch geklärt, wie wir das umsetzen, was wir dazu brauchen, um zu zeigen, dass das einigermaßen realistisch dann doch ist. Über die besten Lösungsideen wird demokratisch abgestimmt. Die gewählten Lösungen werden in einer Petition zusammengefasst an ausgewählte Institutionen und Organisationen übergeben. In deren Macht liegt es schließlich, diese Ideen weiter zu verfolgen und umzusetzen. Das YES hört nicht mit der Präsentation beim Gipfeltreffen der nächsten Generation auf. Vielmehr sollen die innovativen Lösungen der teilnehmenden Jugendlichen auch umgesetzt werden. So sind auch Politiker eingeladen, um sich die Ideen anzuhören und mitzudiskutieren. Im Jahr 2011 prägte Thorsten Albig, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, bereits für Kiel die Bezeichnung Solution City. Die Ideen der Schülerinnen und Schüler werden auf höchster politischer Ebene wahr und vor allem ernst genommen. Also Herr Albig, ich glaube, es ist ein Kompliment für die Veranstaltung, wenn der Ministerpräsident Termine verschiebt, um länger hier zu bleiben, um mal gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Kein Kompliment, es ist einfach sehr spannend gewesen, was da eben präsentiert wurde. Es war eine sehr kluge Präsentation, sehr intensiv sich damit beschäftigende Menschen und es hat Spaß gemacht, ihnen zuzuhören. Das war eine gute Diskussion, viel besser als das, was man auch von Profis hört und man merkt, dass es eine gute Idee war, auch junge Leute zu so einem Economic Summit zusammenzurufen. Das hatte viel Qualität und hat Spaß gemacht. Durch das YES hat die Solution City weiteren Zuwachs bekommen. Thorsten Albig ist so begeistert, dass er zwei Projektgruppen zu einem persönlichen Gespräch eingeladen hat.
Ist man da als Veranstalter auch zufrieden, wenn man merkt, wie gut die Teams recherchiert haben? Auf jeden Fall. Also gerade für die ZBW ist natürlich Informationskompetenz eine wichtige Komponente. Und wenn man sieht, dass es was gebracht hat, mit den Schülerinnen und Schülern über Informationskompetenz zu sprechen, wie man Informationen sucht, wie man sie bewertet, einflechtet, dann ist es natürlich super, wenn man dann die Resultate sieht und dass es wirklich was bringt und die Schülerinnen und Schüler sowas annehmen. Auch die schönsten Sachen gehen irgendwann mal vorbei und deshalb ist es jetzt Zeit, Goodbye zu sagen. Der Young Economic Summit ist jetzt vorbei. Das heißt, 2 Tage Präsentation, 250 Teilnehmer. Und diese Teilnehmer haben jetzt die Chance abzustimmen, welches Team das Gewinnerteam ist. Und das ist nicht nur ein Titel, den man dann gewinnt, sondern es ist auch eine Ehre, weil man darf dann 2016 zum GES nach Istanbul. Und das ist, glaube ich, schon ein schöner Preis. Deshalb ist das Young Economic Summit nicht nur für die Gewinner wunderschön, sondern für alle, die teilgenommen haben. Ich verabschiede mich und freue mich aufs nächste Jahr.